zum zweiten Teil von Nico Pflanzenforschers Wurmfarm. Ich habe ja versprochen, vor 2 Wochen mal wieder ein Video über die Wurmkiste zu machen. Ja, das können wir gleich mal machen. Aber vorher wollte ich sagen, dass dank eurer Hilfe der ganze Kanal weiter und weiter wächst sozusagen, weil ich das echt toll finde, was ihr alle so schreibt für tolle Sachen. Und ich soll noch jemanden aus Flensburg grüßen, ja, das auch noch. Ja, viele Grüße aus Flensburg. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Teil der Kiste. Heute geht es darum, euch zu zeigen, wie der riecht wirklich nicht angenehm, aber der ist sehr gut für die Pflanzen, das habe ich an dieser Banane gesehen, die habe ich damit gedüngt, um den Wurmtee. So sieht er momentan aus, der wird aber irgendwann in Zukunft dunkler und dunkler werden, ja. Und heute zeige ich mal, wie ich das immer abgefüllt habe, ja. Das sammelt sich jedes Mal, da kommt jedes Mal immer was raus, aber das dauert ein paar Tage immer. Na, das ist das ausreichend. Ja, diese Flüssigkeit verteile ich jetzt auf meine Tomaten und Zucchinis. Es wachsen einige Pflanzen. Jetzt sind nach 1,5 Wochen sind viele rausgekommen. Aber es geht ja heute um die Wurmkiste. Dann gucken wir mal einen Blick in die Kiste hinein. So, wir sind jetzt im Inneren der Wurmkiste und in den Seiten hat sich viel getan. Es sind viele Regenwürmer dabei, sich zu reproduzieren. Ein ganz gutes Zeichen, dass hier ein guter Haushalt in diesem Boden herrscht. Und ich habe auch viele Konkoxe die letzten Tage gefunden. Also die Würmer reproduzieren sich jetzt kräftig. Und das ist ein sehr gutes Zeichen, dass diese Wurmkiste außerordentlich intakt ist. Und außer die Regenwürmer helfen auch gleichzeitig Weißmilben, ganz viele, bei der Zersetzung. Das sind schon einige hunderte, habe ich gesehen, ganz kleine Tiere. Die Weißmilbe ist ein Nützling und die Rotmilbe ist ein Schädling sozusagen, weil Rotmilben sind eher so Raubmilben, ja. Und die greifen dann andere Tiere an und fressen die auch. Aber Gott sei Dank ist das hier nicht gegeben. Und ja, heute habe ich wieder frische zerkleinerte Eierschalen geben, um den pH-Wert weiterhin gut zu halten. Klappt auch ganz gut, wie ich sehe momentan. Und ja, das ersetzt sich alles wunderbar. Also einiges ist schon weg, was vor 2-3 Wochen noch existiert hat, ist schon längst was zersetzt. Und die haben auch schon viel Regenbogenhumus auf den Seiten abgesetzt. Davon angle ich mir immer was raus. Genau. Also ich finde das echt klasse, ja. Wie sich das entwickelt hat. Wir werden das jetzt weiter verfolgen, aber das kann auch eine ganze Weile dauern. Ihr könnt auch mal zu meinem ersten Teil von der Wurmkiste mal schauen, das wird oben verlinkt auf der linken Seite. Ja, also darüber würde ich mich freuen, weil da habe ich alles Mögliche manuell über diese Wurmkiste schon beigetragen, also was ich erzählt habe dort. Und ja, das war sozusagen der Anfang, wie wir damit begonnen haben. Und wenn ihr damit Interesse habt, könnt ihr gerne mal darauf schauen. Der Link wird demnächst da drauf gesetzt. Und genau. Ja, also man konnte hier ein paar Konkongs erkennen. Das hier ist zum Beispiel ein richtiger Konkong. Von einem Regenwurm gesponnen sozusagen. Oder ich weiß nicht genau, wie die entstehen, aber die sind zitronengelb. Und davon habe ich schon fast 50 oder 100 gefunden, ganz kleine verteilt. Und die Kartoffelschalen, die hier liegen, sind auch schon über eine Woche drin und die sehen schon deutlich verändert aus. Also hier verändert sich ganz viel jeden Tag. Ja. Also diesen Kandidaten hier, diese Banane, ungefähr habe ich angefangen mit diesem Wurmwasser zu düngen vor 2 Wochen. Da habe ich eine kleine Dosis reingegeben. Und das hat der Banane überhaupt nicht geschadet. Im Gegenteil, sie hat fast 3 Blätter jetzt ausgebildet, seitdem sie hier bei mir steht. Dadurch, und die sind alle kräftig, also ausgebildet. Und die Wurzeln sind richtig quietscheweiß dadurch geworden. Die hatte vorher viel weniger Wurzeln. Hier kann man diese neue, dicke, weißliche Wurzel erkennen. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Banane sehr gut geht momentan. Ich glaube, dieser scheint sogar auch den pH-Wert genau richtig zu leiten.
Also das ist zumindest meine Vermutung, wieso die Wurzeln auf einmal so weißlich werden, richtig? Also der geht's richtig Bombe gut. Ich drehe diese Banane erstmal. Wenn ein Blatt abbricht, ist es nicht ganz so schlimm. Sie hat ja ganz viele große da oben. So, dann stellen wir den Kandidaten mal wieder hier rein. Na gut, ist nicht abgebrochen. Alles gut. Da mit der Banane. Die kommt dann später ins Beet, aber ich lasse erstmal richtig sich durchwurzeln in diesen Topf. Und das Anwendungsverfahren kann ich nochmal zeigen, weil eigentlich schadet ihr das gar nicht. Ganz im Gegenteil. Seitdem ich das Wasser auch verwende, hat sie so gut wie keine Blattläuse mehr. Vor 3 Wochen hatte sie noch ganz viele Blattläuse, die ich hier mehrmals weggemacht habe. Aber der Wurmtee auch, riecht auch ganz komisch, aber das macht ihn nachher so gut. Das ist ja genau das Entscheidende. Das ist ja genau. Wenn es riecht, ist es immer ziemlich gut biologisch. So, die wurde damit jetzt gedüngt, dann kann ich erstmal ein paar Tage warten. Das neue Blatt wird sich demnächst ausbilden. Und dann kommt das nächste, also die macht ja immer größere Blätter. Das sind die ersten zwei großen. Nährstoffmangel sind nicht zu erkennen. So. Die kommt wieder da an ihren Platz zurück. Dann gucken wir uns nochmal diese Sachen hier an. Hier sind vor ein paar Tagen die ersten Zucchinis gekeimt, die man hier erkennen kann. Das kann man noch im Mai tun, weil die wachsen relativ schnell, wenn sie gekeimt sind. Die werden erst noch ein bisschen, das dauert noch ein bisschen, bis sie grün werden, weil ich erst vor kurzem hier die Schale abgezogen habe. Das dauert dann, bis das Chlorophyll sich besser ausentwickelt. Ich gebe mal eine kleine Portion drauf. Das stärkt schon mal den Organismus. Bei der anderen warte ich noch. Und dann habe ich einen Haufen. Ein Haufen Tomaten gesät, aber es kommt immer nur nach und nach also eine Tomate. Die kriegen auch ein bisschen was. Damit die Wurzeln abgehärtet werden. Also ich meine nicht abgehärtet, sondern mehr Wurzeln bilden. Ja, ich hätte hier ein bisschen mehr gießen müssen, aber soweit so gut. Es nimmt immer noch gut auf. So, dann ist hier eine Lakritze heute früh am Keimen rausgekommen. Oder besser gesagt, das Süßholz, das werde ich dann später auch im Garten kultivieren, wenn es größer geworden ist. Hier kann man die Spitze erkennen, das erkenne ich sofort. Das ist vor ein paar Tagen, da habe ich da ein paar Samen von den Süßholz reingemacht. Und das hat sich schon eine am Rauswachsen. Es werden demnächst noch einige Pflanzen folgen. Das hier ist erstmal also eine kleine Gärtnerei. Ich habe erst 150 Pflanzen ungefähr fast reproduziert, ungefähr, also die sie entwickeln hier. Ja, also wenn ihr weiter Interesse habt, das alles zu verfolgen, wie es mit der Gemüsezucht weitergeht, könnt ihr mir gerne einen Daumen hinterlassen. Das ist ganz wichtig, für jedes Video einen Daumen zu hinterlassen. Das ist gut für uns alle. Und ja, wir werden immer wieder mal sehen, was sich hier so verändert im Laufe der Zeit, weil es wird sich hier einiges tun, weil der Sommer ja erst gerade im Kommen ist. Ja. Bis dahin, naja, gut, könnte noch zeigen. Nur ganz kurz, also ich habe hier ein paar Samen von den Salat drauf gemacht, die habe ich ungefähr drauf gelegen, weil das sind Lichtkeimer, alle Salatsorten. Und mal schauen, ob die noch anfangen zu keimen, damit wir noch ein paar Salate auspflanzen können später. Aber das war es jetzt richtig, weil mehr habe ich jetzt erstmal nicht hier drin zu zeigen in diesem Zimmer, weil ich draußen mehr gerade mit den Gärtnern zu tun habe. Aber ich werde ab und zu immer mal im Haus auch mal was filmen. Genau, dann sehen wir uns bis zum nächsten Film. Bis dahin, euer Nico Pflanzenforscher. Und verstreut das Video gerne von mir um die Welt, also damit jeder das gucken kann, damit wir alle was davon haben. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.